Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 und zwar auf der Zweisternhof. Und heute werden wir da ein bisschen Gras noch schwadern. Ich habe hinten schon einen Haufen Heu gemacht, geschwadert. Wir werden noch das Gras, was hier liegt, schwadern. Und dann habe ich nämlich schon was gekauft und zwar. Haben wir ja schon lange gesagt, wir bräuchten unbedingt mal einen Ladewagen. Und es ist nicht der geworden, den ich gerne hätte. Es ist der geworden, den ich mir leisten kann. Also der ganz kleine von Strautmann. Aber der sollte erstmal für unseren Hof reichen. Wir wollen natürlich frisches Gras bei den Kühen reinbringen. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und das Heu will ich bei uns ins Lager tun natürlich. So. Ja, gut angefangen da. Warte mal, ich fahre mal hier rum. So, dann werden wir das Gras noch auf den Schwatt legen. Und ja, ich habe gedacht, das können wir zusammen machen. Das ist nicht mehr allzu viel. Der Rest wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig geworden. Deswegen habe ich das schon vorbereitet. Legen wir das hier auf den Schwatt und werden dann mal den Ladewagen holen. Ich habe noch eine Mission angenommen, aber noch nicht angefangen. Und zwar haben wir schon wieder eine Erntemission, wo wir den Drescher mal wieder aus der Garage holen können. Dann, wenn man das da hinten sieht, das Weiße auf dem Feld. Ich habe Silageballen gemacht. Also ich habe doch recht vorwärts gemacht hier, damit wir hier vorankommen. Also ich habe da kann ich nicht drehen. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Also Gras haben wir ja das letzte Mal angefangen zum Mähen, glaube ich. Dann habe ich jetzt Silageballen gemacht. Heu gemacht. Und jetzt ist eigentlich wieder so weit, damit wir das alles runterholen können hier. Von den Feldern. Ja, ich weiß, damit das nicht mein Land ist. Von den Wiesen können wir das runternehmen. Das Gras können wir nicht speichern. Das ist natürlich klar. Das ist in echt auch so. Frisches Gras ist frisches Gras. Ansonsten wäre es ja Heu. Und aber das Heu, das können wir natürlich in der Scheune oder jedenfalls in unser Lager tun. Das wäre eigentlich auch der Plan, damit wir da ein bisschen was haben. Damit wir von den ganzen Ballenzeug, sag ich mal, wegkommen. Und wirklich uns was ins Lager schmeißen können und höchstens noch Silageballen haben, um TMR zu machen für die Kühe. So. Schwader ich das hier noch? So, ich habe die meiste Technik eigentlich hier hinten stehen lassen. Aufgeräumt wird später, erstmal muss gearbeitet werden. So, der MB-Truck ist natürlich auch vom der Mission zurück, vom Düngen. So, jetzt hätte ich gemeint, ich sollte auf dem Feld. Warte mal, ich muss den Traktor, glaube ich, woanders hinstellen. Auf dem Feld 8 sollten wir eigentlich dreschen. Und der Drescher steht natürlich hier drin. Boah, ich liebe das Teil. Aber das habe ich jedes Mal schon gesagt. Langsam glaubt es mir keiner mehr. Feld 8, genau. Feld 8 ist gleich hier neben unserem Hof.
Und aber jetzt muss ich trotzdem gucken, was haben wir an Mais haben wir drauf wieder. So. Dann sind wir schon bereit. Haben wir gar nicht so einen weiten Weg zum Abfahren. Ich hab das falsche Schneidwerk mitgenommen, sehe ich jetzt erst. Ich hab gar nicht geschaut. Meine Güte, bin ich blind oder was? Jetzt, wo ich es angekoppelt habe, sehe ich eigentlich. Hey Junge, das ist komplett falsch. Okay, das ist jetzt peinlich. Och. Doch noch gesagt, Mais und nehmen das für Getreide. Okay, dann hole ich das andere mit dem Träger und fahre das vom Mais eigentlich wieder, das vom Getreide wieder hier. Ja. Oh, wie peinlich. Hat niemand gesehen, hä? Schaut ja niemand die Videos. Schaut ja niemand die Videos. nee. Okay, jetzt haben wir aber das Richtige. Puh, zum Glück war es nicht so weit. Hab jetzt eigentlich die ganze Zeit überlegt, wo stelle ich das hin, damit ich das abkoppeln kann. Weil das letzte Mal gab es da ja ein bisschen Probleme, aber jetzt ist es da eigentlich auch schlecht. Jetzt machen wir das aber so. Naja, kann ja mal passieren. Stelle ich das wieder da rein? Mann, Mann, Mann. Nicht sehen, ist da noch Platz oder nicht? So, das reicht ja schon. Okay, in dem Atemzug würde ich gleich noch die schönen HW80 Anhänger, die hier stehen, zum Feld bringen. Dann haben wir auf jeden Fall Anhänger da. Einen Abfahrer haben wir zwar nicht. Aber eigentlich, wir machen das nämlich so, wir nehmen den hier zum Abfahren. Und den MB-Truck werden wir gerade mal umrüsten und werden damit den Ladewagen holen. Perfekt. Genau so machen wir es. So, Versuch Nummer 2. Drescher gestartet. Richtiges Schneidwerk wird montiert.
Sprecher wird gestartet. So, somit läuft schon der Helfer. Wir lassen den mal laufen und den lassen wir auch da. Oder? So, jetzt aber. Das ist auf dem Feld, der Drescher fährt. Wir können den Ladewagen holen. Endlich. Das ist natürlich ein Teil, was uns schon lange fehlt. Und ich hoffe, wir montieren natürlich noch andere Räder hier. Gar keine Frage. So können wir damit doch nicht ins Dorf fahren. Die lachen uns ja aus. So, wir brauchen fette Schluffen hier für das Teil. Das wäre mal richtig cool. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Die reichen erstmal. Achtung, Lumpi. Papa hat was Neues gekauft. Da müssen wir jetzt mal holen hier das Zeugs. Oh, da ist es ja. Ich glaube, die Größe ist gar nicht so schlecht. Bisschen mickrige Räder hat das Teil, aber... Ja, ich glaube sonst. Ganz niedlich hier hinten dran. Somit können wir jetzt mal eine Ladung Gras holen. Jetzt müssen wir aber mal aufpassen, damit wir da nicht einen Fehler machen, weil bei den Kühen passt nämlich Gras. 15.000 sind drin, ist nicht halb voll, also können wir ruhig das Ding hier wahrscheinlich voll machen. So, irgendwie habe ich hier auf dem Feld ein bisschen falsch angefangen.
So, machen wir da lang. Auf der Wiese. So, also das mit dem Ladewagen funktioniert schon mal. Obwohl die Räder gefallen mir gar nicht so von Michelin, aber... So, ich weiß nicht, ob er voll wird, aber da müssen wir ja nicht unbedingt voll haben bei den Kühen. Das reicht ja, damit überhaupt erstmal was drin ist. So, ich muss noch drehen, das nehme ich nachher mit. Also das ist jetzt natürlich cool mit dem Ladewagen. Und für die Größe hier, da müssen wir mal gucken, wie viel das beim Heu wird. Aber ich finde es jetzt eigentlich so optisch gar nicht so schlecht. Für die kleinen Wiesen hier. Kleinen MB-Trag, der immer noch geblinkt hat. So, und wichtig wäre natürlich auch, damit wir mit dem Ding überhaupt in den Stall rein können. Weil sonst bringt die ganze Sache mit dem frischen Gras ja nichts. Oh. Könnte ein bisschen knapp werden von der Höhe her. Gucken mal. Ah. Passt. Mal direkt hier rein. So. Es gibt frisches Grünes. Von der Wiese. Sehr schön. Hat alles reingepasst. Balken ist im grünen Bereich. Unsere 10 Kühe sind wieder fast glücklich. So, jetzt würden wir natürlich... Also der Ladewagen ist, glaube ich, genau richtig. Viel größer muss er gar nicht sein. Das kommen wir hier wahrscheinlich gar nicht unbedingt in den Stall rein. So, jetzt ist die nächste Sache. Jetzt müssen wir noch einmal das Ding hier voll kriegen. Das sollte jetzt aber schneller gehen, weil hier ist, glaube ich, schon zweimal gemäht gewesen. Ja, schaut, wie schnell das zählt. Und dann würden wir doch gerade mal gucken, das nämlich ins Lager schmeißen. Boah, das ist ja gleich mal voll hier, das Ding.
Okay, hier sind gigantische Heuberge. Voll. 23.000. So, mittlerweile wird das Ding auch langsam dreckig. Verschmutzungsgrad habe ich mal auf normal gemacht. Dann wird es normal schmutzig. So, und abkippen sollten wir es hier können. Da ist eigentlich so eine, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich nenne es Heukanone. Die wird eigentlich angemacht und mit einem Gebläse kommt es eigentlich da hoch und auf den Dachboden oder auf den Lagerboden quasi. Da oben drin ist es denn nachher. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Wir schauen mal hier in unser Lager rein. Jawohl, 23.000. 250.000 Liter können wir sogar reinmachen. Also das funktioniert. Wir müssen mal kurz den Helfer abtanken. So, und ich habe mir gedacht, ich bräuchte ja eigentlich noch einen Traktor hier für das Gespann. Mähdrescher, Anhänger, Kombination, und hab das schon mal geschaut. Und zwar hätte ich da noch einen Mod drauf und da wäre noch so ein alter John Deere mit dabei. Ein 7010 für 70.000 mit 140 PS. Nur als Zugfahrzeug wäre der vielleicht noch ganz cool. Ich finde es cool hier mit dem Ladewagen, mit dem neuen. Also, wir könnten theoretisch sogar noch Heu. Was war denn da? Bei den Kühen reinmachen. Eine Ladung, dann wären die auch versorgt. Dann müssen wir nicht unsere teuer gewickelte Silage nehmen. So, Lumpi freut sich wieder wie ein Schneekönig, der rennt da im Kreis. Hat ja sonst auch nichts zu tun hier. Okay, ist schon wieder voll. Aber das schmeißen wir diesmal noch bei den Kühen rein. Ach, und die Schafe könnten eigentlich auch ein bisschen Heu vertragen.
Bertha schaut ganz aufgeregt zu. Was macht denn der MB-Truck hier drin? So, hat auch alles reingepasst. Aber ist fast voll. Okay, dann fahren wir weiter nichts rein hier. Fahren wir noch ein bisschen zu den Schafen. Da sollte aber wahrscheinlich gar nicht so viel reingehen. Können wir natürlich auch hier schauen. Hätte ich das eigentlich alles voll. Da muss ich gar nichts machen. Okay. Der Rest kommt ins Lager. Ich werde das mal noch machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis denn dann. Ciao, ciao.